So, so. Ach, verdammt, den letzten Sprung schaffe ich dann meistens nicht mehr. Was ich mich frage, hat der Kollege denn hier einen Namen? Das ist der Captain. Auf jeden Fall ist der Captain. Wird immer der Captain genannt. Und ich kann mir dem mal einen Namen geben. Wieder auf. Das ist halt hier ein heimlich kniffliges Spiel. Es hat sehr viel Geduld benötigt. Sehr, sehr viel Geduld. Muss man den nicht. Ich hab da bei dem verdammt! Denn hier nochmal. Ja, genau an der Stelle sieht man es. Diese Stelle repräsentiert das Spiel sehr gut. Wenn man hier. Hat es eigentlich schon geschafft, man ist schon wieder oben, aber das ist. Man verhindert es wieder an einer Stelle. Ist dann hier wieder. Eine Stelle, an der es scheitert. Das ist dann immer frustrierend. Was man mal geschafft hat, aber dann noch nicht mehr schafft. Umso toller ist das Gefühl, wenn man es dann doch mal geschafft hat. Und doch mal drüben ist beim nächsten Checkpoint. Das Nervige ist, der nächste Checkpoint, der ist schon dort. Direkt in Sichtweite. Man kommt nicht hin. Kommt einfach nicht hin. Nicht. Und noch so mit einem Bein noch auf der Stachel drauf, das ist ja. Man könnte wirklich manchmal kotzen. Death Count auf schon auf 1 Million. Zum Glück gibt's keinen. Das wäre jetzt so brutal hier mit Death Counter. 8 Milliarden mal Sturm. So, eigentlich wird jetzt nicht so lange hier mich aufhalten. Verdammt. Er ist halt beim Spiel so. Hier von aufzuhalten, hält sich halt manchmal auch stundenlang an einer Stelle auf. Das Let's Play halt ungünstig. Joa, welchen Namen kann ich denn dem Kollegen hier geben? Für Stream wäre das, ist das halt oft, ist halt das ziemlich gut, wenn man halt einen Chat hätte. Noch ein bisschen Just Chatting machen, während man hier spielt. Noch ein bisschen was gemeinsam erzählen. Gut, aber ich ziehe meine Streams durch. Seltsamerweise werden die Stream-Aufzeichnungen auf Twitch dann geguckt. Hier haben wieder 20, 30 Aufrufe. 20, 30, 40 Aufrufe. Stream-Aufzeichnungen. Vielleicht eine andere Zeit, vielleicht sollte man eine andere Zeit auswählen. Das ist halt vielleicht irgendwie. Hat mir aber auch noch keiner zurückgemeldet. Die verpassen es immer und dann. Jetzt ist die Zeit ungünstig. Später Stream ist ja, na gut, ich weiß auch nicht, aber
Skeletor. Strichmännchen. Das ist jetzt Günther. Günther im Weltraum unterwegs. Günther Olaf mit seinem Zweitnamen. Olaf. Verdammt. Günther Olaf. Und Nachnamen Strippe. Günther Olaf Strippe. Genau. Ganz normale Namen. Günther Olaf Strippe. Strippermann mit Doppel-P. Das klingt ganz... Das hat mich gerade ein bisschen auf die Zunge gebissen. Dann geht denn sowas. So. Ach, das war so knapp. Ich muss dran denken, oben nochmal nach links zu steuern. Wenn ich nach rechts steuere, dann bin ich ganz wütend. Nochmal zurück. Zurück zum letzten Checkpoint. Ach, was soll denn der Mist hier? Du, wir lassen uns hier erstmal sein. Wir waren hier schon mal. Sollen wir hier wirklich wieder zurück? Ich weiß nicht. Hier waren wir ja eigentlich schon mal, also ich weiß nicht. Ich muss aber wirklich das Ding jetzt doch mal haben. Ich muss aber wirklich dorthin. Das ist eine beschissene Rätsel. Mit der Wahrheit machen. Hier gibt es auch noch ein freies Loch. Könnt mal hin. Wir versuchen es im Blau nochmal. Hier lang, da ging es hier lang von an Bord. Das war der erste Bereich, den wir gemacht haben, glaube ich. Jetzt müssen wir zum türkisen Bereich hin. Eigentlich müssen wir jetzt hier hin. Ah ne, da sind wir gerade, oder? Ja, da sind wir gerade. Wir müssen zum türkisen Bereich irgendwie kommen. Müssen wir uns wohl und das Rätsel hier wagen. Scheint hier unsere nächste Mission zu sein. Fühlt schon immer nichts dran vorbei. Müssen wir hier entlang. Durch die Wahrheit durch. Oh Mann. Das ist irgendwie ein eleganterer Weg, den wir schaffen können. Jetzt sind wir hier gefangen. Den kommt man ganz leicht und zurück. Jetzt sind wir wieder hier. Darauf läuft wahrscheinlich alles hinaus. Hier können wir uns nicht in der Luft drehen, da müssen wir von der anderen Seite kommen. Wahrscheinlich machen wir das jetzt auch alles nur wegen dem einen Köln hier. Oh Mann. Gut, ich mache mal eine kleine Pause, eine kleine Kaffeepause. Die habe ich auch dringend nötig jetzt hier. Gut, wir sehen uns gleich wieder. Kleine Pause hier an der Stelle. Bis gleich. Den Soundtrack lasse ich natürlich durch den Soundtrack anlassen. Nee, komm, machen wir mal eine Minute. Und willkommen zurück zu dem Wahnsinn. Ein Wahnsinn am Abend.
Wir spielen weiterhin V. Und ich muss mich der Wahrheit stellen. The Truth. Mal schauen, ob wir hier irgendwann mal durchkommen. Oha! Ah, zum Glück ein Checkpoint. Wir haben es geschafft. Ist das nice. Jetzt müssen wir hier durchkommen. Durch das V. Durch das riesige V. Das nächste Hindernis. Check the points. Ach du Scheiße. Zumindest sind wir jetzt nach der kurzen Pause hier durchgekommen. Und weiter geht's. So, hier weiter. Kacke, das wird ja wieder ein Spaß. So. Ja, was ich noch sagen wollte, wenn alles klappt, spielen wir ab 21 Uhr, wenn ich es bis dahin nicht, komplett den Verstand verliere, spielen wir um 21 Uhr dann Among Us mit dem Serpi, mit dem Professor Serpi und mit anderen Leuten. Viele sind noch nicht, aber ich, wenn ich es richtig verstanden habe, mit mir an 5 oder 4. Ja, auf jeden Fall eine Runde kriegen wir bestimmt hin. Eine kleine Runde Among Us. Im Stream, das werde ich wahrscheinlich dann, das werde ich da auch nicht mit streamen, wenn ich bis dahin nicht komplett durchgedreht bin. Ich werde bestimmt noch ein, zwei Pausen bis dahin machen. Ja, die Pausen lässt sich bestimmt ertragen. Wie kommen wir jetzt hier am dümmsten durch? Von unten an das Brett klemmen und dann da unten und dann. Wie? Wir müssen da schon oben drüber. Ach du, check das nach. Checkpoints. Sehr schön. Und das ist ein auflösendes Brett. Ach du Kacke, und das ist der Checkpoint. Immerhin sind wir hier mal weitergekommen. Eine Minute hat man Zeit, um da drauf zu stehen. Und das Brett ist fest. Sehr gut. So wie es aussieht, ist das Brett unten fest. Da kann man also in aller Ruhe rüber. Wenn man nur drauf stehen bleibt. Und wenn man drauf landet. Ach, komm schon. Also den totalen Rage-Quit gab es bei mir noch nicht. Auch in den Parts, die ich schon aufgezeichnet habe. Kann sich noch ändern, das kann noch kommen. Es ist ein bisschen geraged, habe ich schon. Ach du Scheiße. Checkpoint. Was soll man denn da jetzt rüberkommen? Sekunde, ich bleib hier kurz mal stehen und trinke einen Schluck was mit Kaffee.